Hey Ladies, es geht das Mal um das Thema wiederkehrende Vaginalinfekte. Die einen können leider ein Lied davon singen, ich hatte auch mal so eine Phase in meinem Leben. Aber wenn man ganz, ganz ehrlich ist zueinander, also wir Frauen zu uns selber, würde ich mal nachvollziehen, dann, wenn ihr einen Vaginalinfekt hattet. Wie war der Sex vorher? Sind ihr unter- oder überfordert im Sex? Ist es zu lang gegangen? Ist es zu wenig flutschig? Und hat euch die Art von Sexualität so richtig entsprochen und sind ihr so richtig erregt gewesen? Weil eigentlich ist es so, wenn eine Frau so richtig erregt ist, dann kommt von Natur her das perfekte Gleitschäl. Und dann darf es auch ruhig mal ein bisschen wild sein und wir können das so richtig geniessen. Und eigentlich sollte nichts weh machen und es sollte eben genug feucht sein, dass eben alles im Gleichgewicht bleibt. Also ihr wisst ja, wenn eine Frau gar keine echte Lust hat, können wir noch so viel Gleitschäl benutzen und es fühlt sich für uns Frauen einfach nicht cool an. Und manchmal ist es noch spannend. Wir Frauen sind manchmal nicht ganz ehrlich zu uns selber und manchmal sind wir auch nicht genug selbstbewusst, um im Sex zu sagen, ich habe jetzt momentan gerade keine Lust. Und viele Frauen, viele junge auch, junge Frauen oder was auch immer, machen mit, obwohl sie eigentlich gar keine Lust haben. Und wenn wir jetzt die Vaginalinfekte anschauen, so mal ganz ehrlich zu sich, hat man die nach gutem oder nach schlechtem Sex? Oder dann, wenn es für einen richtig stimmt? Oder ist man eher überfordert, geht einem der Akt zu lang und. Sind einfach ganz ehrlich zueinander und forscht mal nach, wann die Infekte kommen. Klar, wir wissen, dass ab und zu kann leider auch wegen sonstigen Sachen unsere Vaginalflora ziemlich aus dem Gleichgewicht fallen. Für das haben wir im Shop auf ladyplanet.ch immer wieder coole Produkte unter der Intimpflege, weil es ist möglich, das auch natürlich wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Aber ganz vieles geht eigentlich darum, wie gehst du mit dir selber um.